Oder? Jetzt können wir nachher mal einen knutschen. Bier macht müde Männer munter und unseren Bauern Patrick sogar etwas lüstern. Jetzt hätte ich echt gerade Lust zum Knutschen. Ja, jetzt hätte ich schon Lust auf Gloria, so, muss ich schon sagen. So ein Küssle? Kommt drauf an, vielleicht den Finalkuss. Schatz, glaubst du, wir wären so stark und könnten Temptation schaffen? Klar. Sollen wir zu Temptation gehen? Temptation VIP. Temptation VIP. Darf ich dich ein bisschen fertig machen? Ey, nein. Sie fragt, glaube ich, gar nicht. Sie macht einfach wahrscheinlich. Sie sendet mir schon Signale, muss ich sagen. Also, aber ich glaube, sie traut sich hier nicht in der Sendung. Fopp doch nee, zurück. Schatz, wir schaffen das Temptation. Klar. Wir wären das erste Pärchen. Warum gehen wir da rein? Weil wir es allen beweisen. Die guckt mich auch manchmal so echt so an, so schön. Nach so viel Kinderkram ist erstmal Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit. Auch ohne Flaschendrehen nimmt hier alles seinen Lauf. Dabei heißt es doch Buße und nicht Bussi. Patrick, du stinkst, geh duschen. Hä? Du stinkst, geh duschen. Ja, das verletzt mich vielleicht. Ach, du spinnst jetzt. Patrick, zeig mal, warte, komm, zeig mal. Das, wenn du das jetzt machst, dann könnt ihr es miteinander versuchen. Ey, Dani. Patrick, du hast Mundgeruch, putz mal deine Zähne. Kein Sack. Ey, Mundkuss. Nein. Ich habe einen Fuffi gewonnen. Nein. Ja, aber das war jetzt was. Jetzt kannst du ja, jetzt könnt ihr euch auch jetzt einen Kuss geben. Jetzt könnt ihr euch wirklich mal einen Kuss geben, Alter. Wenn Gloria zu mir kommt, dann gehen wir erstmal in die Berge und dann gehen wir erstmal wandern. Ja, eigentlich. Also wenn wir hier noch eine Woche länger eingesperrt sind, würdet ihr euch küssen. Das ist dann mal Fakt. Sie redet nicht mehr so viel über ihren Ex. Sie sucht tatsächlich auch mal die Nähe zu mir und ihre Blicke. Und sagt auch schon, sie kommt auf jeden Fall, sobald wir hier raus sind, kommt sie zu mir. Küssen, küssen, küssen.